Hallo, heute stelle ich euch das erste Fußball-Sammelalbum zur ersten Bundesliga-Saison 1963-64 vor. Es wurde vom Otto Sicker Verlag aus Wiesbaden herausgegeben. Auf Seite 4 des Albums wurde sogar erklärt, was eine Bildersammlung ist und wie man damit umgeht. Nach einem Text über die jüngste deutsche Fußballgeschichte folgen die damals 16 qualifizierten Mannschaften, alphabetisch geordnet nach den Städtenamen. Die erste Mannschaft im Album ist Hertha BSC Berlin mit dem damaligen Verteidiger Otto Rehagel. Es folgt Eintracht Braunschweig mit Horst Woltheim Tor und dem späteren Libero Joachim Bäse. Der SV Werder Bremen hatte damals Josef Piontek, Max Lorenz und Arnold Schütz in seinen Reihen. Neben Hans Tilkowski, dem Nationaltorhüter, waren Burgsmüller, Kurat und Wolfgang Paul die Stars bei Borussia Dortmund. Der Meidericher SV, heute der MSV Duisburg, hatte neben dem Weltmeister von 1954 Helmut Rahn, Manfred Manglitz und Werner Krämer in seinen Reihen. Friedel Lutz, Richard Kress, Horst Trimholt waren damals bekannte Namen bei Eintracht Frankfurt. Beim Hamburger SV stürmte neben Gerd Dörfel der legendäre Uwe Seeler. Friedel Rausch, Willi Schulz und Flankengott Reinhard Libuda waren die Stars beim FC Schalke 04. Die Roten Teufel vom Betzenberg in Kaiserslautern hatten Josef Neumann, Willi Wrenger, Gerd Schneider oder Willi Reitgassel in ihren Reihen. Beim dreimaligen süddeutschen Meister Karlsruher SC stand Manfred Paul im Tor und Horst Wild und Otto Geisert stürmten. Neben Hans Schäfer spielten die Jungstars Wolfgang Weber und Wolfgang Overath beim 1. FC Köln. Der zu Ausflügen neigende Torwart Peter Radenkovic und der Stürmer Rudi Brunnenmeier waren die Stars beim TSV 1860 München. Der SC Preußen Münster hatte neben Torwart Dieter Feller noch Manfred Pohlschmidt, Manfred Rummel und Falk Dörr im Angriff. Weltmeister Max Morlock, Heinz Strehl und Tasso Wild stürmten für den 1. FC Nürnberg. Der große Trumpf des Saarlandes, der 1. FC Saarbrücken, hatte Volker Danner im Tor und Karl Meng im Sturm. Torwartlegende Günther Sawitzki und Rudi Entenmann waren die Stars des VfB Stuttgart. Die 16 für die Bundesliga zugelassenen Vereine stellen im Spieljahr 1963-64 die absolute Spitze des deutschen Fußballs dar. So steht es im Album auf den weiteren Seiten. Das Sammelalbum schließt mit einer Ehrentafel der deutschen Meister von 1903 bis 1963 und den Assen des Weltfußballs, wozu damals der Spanier Di Stefano, der Russe Yashin, der Portugiese Eusebio, aber auch Karl-Heinz Schnellinger aus Deutschland gehörte.